Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Power Wash Simulator VR auf der Quest. Ich spiele das mit der Quest 3. Willkommen zum VR Tutorial. Okay. Wir sind rechtshändig. Neben der Verwendung deines physischen Körpers zum Drehen kannst du auch den rechten Daumenstick verwenden. Hier. Okay. Befolge die Anweisungen, dich zu einer beliebigen Stelle in der Garage zu teleportieren. Wir können hier wupp und teleportieren. Zack. Und natürlich auch drehen und zack. Zusätzlich zur Teleportation kannst du dich in deinem Spielbereich bewegen. Im Menü Optionen gibt es auch Optionen für eine sanfte Fortbewegung. Ja. Verwende den Reiniger, um mit der Reinigung der Hundehütte zu beginnen. Ich will, bevor wir beginnen, die Optionen ansehen. Schmutzdetails. Hart folgt Kopf. Wir wollen trotzdem sanft. Und auch das Drehen machen wir mal sanft. Und schauen wir mal, wie das so ist. Boah, okay. Also das Drehen finde ich jetzt ehrlich gesagt besser stufenweise in dem Fall. Aber das Bewegen können wir uns so. Okay, also der Reiniger kann auch ein- und ausgeschaltet werden. Den rechten Griff, um den Reiniger einzuschalten. Ansonsten können wir mit dem Trigger einfach nur so lange wir gedrückt halten. Oder wir schalten eben mit dem Grip, mit der Grip-Taste ein und können hier reinigen. Der Spiel speichert den Fortschritt während des Spiels automatisch. Genau, hier das Symbol. Genau. Neben der physischen Hocke stehen drei virtuelle Haltungen zur Verfügung. Diese können dabei helfen, Schmutz auf der Unterseite von Gegenständen, wie zum Beispiel dem Dach der Hundehütte, zu erreichen. Drücke den rechten Daumenstick, um dich hinzuhocken. Okay. Da kann ich selbst auch noch in die Hocke gehen. Okay. Mit der linken Hand kannst du die Düse deines Reinigers drehen. Bewege den linken Controller in die Nähe des Reinigers und drücke dann den linken Trigger. Aha, okay. Markiere den verbleibenden Schmutz. Mit Y sehen wir, wo es noch hapert. An deinem linken Handgelenk findest du eine Uhr. Mit den Knöpfen kannst du deine Körpergröße neu kalibrieren. Mit welchen Knöpfen? Ich sehe hier keine Knöpfe. Und schnell zwischen Bewegungsmethoden wechseln. Irgendwie sehe ich hier was anderes. Die Uhr zeigt auch Informationen über deinen aktuellen Fortschritt an, sowie häufig Nachrichten von Kunden. Ah, okay, das schon, ja, aber das andere sehe ich jetzt erstmal nicht. Naja. Gut. Mit dem Werkzeuggürtel um deine Taille kannst du Anbauteile deines Reinigers wechseln. Bitte wähle eine bequeme Größe. Wenn ich das hier kleiner, größer. Ja, das wird schon, das passt schon, glaube ich. Das können wir auch in den Optionen später auch noch ändern. Und auch die Höhe machen wir ein bisschen niedriger. Ja, so ist es. So ist es angenehm, würde ich sagen. Drehe den Werkzeuggürtel, um die Anbauteile für den Reiniger durchzugehen. Bewege den linken Controller in die Nähe des Griffs des rechten Randes und hier können wir drehen. Und hier gibt es auch einen anderen Abschnitt. Wähle eine Düse aus dem Werkzeuggürtel, bringe sie an dem Reiniger an. Drehe den Werkzeuggürtel mit dem linken Griff zurück zu den Düsen. Oh, hier sind die Düsen. Nimm die Düse und draufgesteckt. Drehe den Werkzeuggürtel, um die Verlängerungen anzuzeigen. Verlängerungen,
Ist das jetzt weg? Ist die rote jetzt weg? Schauen wir mal. Okay, zu den Verlängerungen. Die erhöhen die Reichweite eines Reinigers, können im Shop gekauft werden. Wir nehmen hier eine, bringen sie an und haben hier eine bessere Reichweite. Die kurze Verlängerung, zack, sieht so aus. Du kannst deine Verlängerung jederzeit vom Reiniger entfernen. Einfach wegnehmen. Du kannst die Seifenspritzdüse anbringen, um selbst hartnäckigsten Schmutz schnell zu beseitigen. Die Seifenspritzdüse kann im Shop gekauft werden. Hier sind die Düsen. Das ist die Seifenspritzdüse. Benötigt Reinigungsflüssigkeit. Wir müssen den wieder drehen. Eine Reinigungsflüssigkeit, Kunststoff, okay. Sehe ich das hier? Steinreiniger, Metall, was heißt das? Glanzreiniger, Universalreiniger und Holzreiniger. Drücke und halte den B-Knopf und dann können wir das auch so auswählen. Das ist deutlich irgendwie wahrscheinlich schneller, nehme ich an. Verlängerungen können auch über ein Radialmenü, über das andere, ausgewählt werden. Es ist auch möglich, alle verfügbaren Düsen und Verlängerungen durchzuwechseln. Einfach nur drücken und mit A ebenso. Das ist natürlich überhaupt das Schnellste. Und das können wir auch wieder runter. Okay. Verwende das Inventarmenü, um deine Ausrüstung zu modifizieren. Mit dem X-Knopf sehen wir das Inventar. Die rechte Hand in die Mitte, um den Reiniger im Inventar zu platzieren. Und das Menü zu öffnen. Platziere deinen Reiniger in die Mitte. Ach so, einfach so, okay. In diesem Menü kannst du mit beiden Händen neue Reiniger, Skins, Handschuhe, Outfits ausrüsten. Du kannst auch deinen Werkzeuggürtel verwenden, um Ausrüstung an deinem aktuellen Reiniger anzubringen. Aha, okay. Um zum normalen Spielgeschehen zurückzukehren, nimm bitte den Reiniger, okay? Du kannst während des Spiels jederzeit das Tablet-Menü öffnen, um verbleibende Aufgaben anzuzeigen, Spieloptionen zu ändern und andere Aktivitäten zu starten. Um noch nicht gereinigte Objekte zu markieren, wähle eines aus und drücke auf die Registrier. Moment. Wähle eines aus. Wie wähle ich eines aus? Ach so, so. Hier. Und. Ach so, hier. Details. Hier sehe ich, Dach ist Status 25%. Wähle eines aus, drücke auf die Registerkarte Jobdetails. Ja, da sind wir, oder? Ich denke schon. Das sind die Details. Den rechten Trigger. Ah, und dann blinkt das. Diese Funktion ist nützlich, um Objekte zu finden, die fast vollständig gereinigt sind, an denen der Schmutz aber schwer zu erkennen ist. Du kannst entweder das Tablet-Menü verwenden oder das Objekt vollständig reinigen, um die Markierung zu entfernen. Okay, also wir gehen mal hier hin und können das jetzt hier reinigen. Gehen hier rüber. Und drücken hier. Zack. Okay, wir haben das Tutorial abgeschlossen. So. Und wir gehen zur Karriere und starten unsere Karriere mit dem Transporter. Tolle Neuigkeiten, ich habe bei den Auktionen endlich einen Transporter unter deinem Budget für dich gefunden. Nicht ausflippen, wenn du ihn siehst, er sieht aus, als wäre er gerade am Grund eines Sees ausgebaggert worden. Aber das ist gut. Deswegen hat niemand anders drauf geboten. Die haben etwas verpasst. Unter dieser abscheulichen Schmiereschicht steckt dein perfektes Arbeitstier. Der Motor ist ein Traum, kein Rost hinten liegt sogar Ausrüstung drin.
Nur mal gründlich abspritzen und schon hast du im, schon bist du im Geschäft. Wenn du das Ding sauber kriegst, hast du dir deine Druckreinigersporen redlich verdient. Gut. Wir kommen an unserem ersten Job, an unserem ersten richtigen Job. Und das ist ein toller Wagen. Ach so, okay. Ja, hier ist er. Und wir können drauf los, spritzen. Schön mal aus der Ferne. Ich muss jetzt gleich nochmal schauen. Bevor wir hier, wir gehen hier ein wenig näher ran, um das Fenster ordentlich reinigen zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon fertig ist. Ja, den Spiegel haben wir auch. Die Spiegelung sieht eigentlich recht nett aus, muss ich gestehen. Was ich cool finde, in der Flat-Version, da musste man ja immer eine Taste drücken, eine Taste drücken, um die Düse zu drehen, so wie hier. Jetzt ist sie hochkant und jetzt ist sie quer. Und hier kann ich, muss ich einfach, oder reicht, wenn ich die Hand drehe einfach. Und das ist schon mal richtig cool. Also es fühlt sich an, als würde man hier wirklich reinigen. Das ist schon mal mega fürs Spielgefühl. Was mich jetzt noch interessiert, genau, was mich jetzt mal interessiert, sind die Optionen. Gibt's hier sonst was? Ich sehe hier eigentlich nicht mehr Optionen. So grafikmäßig nämlich. Das hier ist ja Audio, okay. Und das hier ist allgemein. Was ist, wenn ich hier Schmutzdetails wegmache? Jetzt ist es doch detaillierter, oder? Oder? Ja, ich weiß nicht, was. Ehrlich gesagt, sehe ich jetzt auf den ersten Blick keinen großen Unterschied. Und ich würde sagen, wir werden mal auf die Schnelle, oh, hier ist sogar ein Nummernschild, auf die Schnelle diesen ersten Job mal erledigen. Die Fenster brauchen etwas mehr, etwas gründlichere Liebe. Und hier könnten wir theoretisch sogar etwas weiter nach hinten gehen und so viel schneller arbeiten. Wir müssen auch nicht so gründlich sein. Also das Spiel ist durchaus etwas tolerant. Wir können hier so richtig schön großflächig drüber gehen. Also hier eine richtig große Fläche schnell machen. Natürlich. Hier haben wir, richte den linken Controller aus und drücke den Abzug, um dich zu bewegen. Wir können hier irgendwo, okay, irgendwohin diese Leiter stellen.
und können so eben auch das Dach erledigen, sogar alles bequem hier aus dieser einen Position, wie es aussieht. Wir könnten genau das Dach wirklich nur aus dieser einen Position machen. Das ist cool. Und dann gehen wir wieder runter, können das hier so, das hier zur Seite stellen und machen hier den Rest noch fertig. Die Seite. Und hier, man sieht vielleicht diese Kleinigkeiten, mache ich jetzt absichtlich nicht so gründlich. Jetzt machen wir noch das Fenster. Hier sieht man, okay, das war schon. Und zack, jetzt ist der ganze Bereich hier erledigt. Also wie gesagt, das ist durchaus zum Glück etwas tolerant. Eben auch aus dem Grund, weil es sonst relativ frustrierend wäre, wenn man hier wirklich jedem kleinen Fitzelchen nachlaufen müsste. Ja, vorne der Kühlergrill. Na, da steckt doch ein ganz ansehnliches Auto unter dieser Schmutzschicht. So, die Motorhaube noch und die Windschutzscheibe natürlich. Die können wir jetzt nicht so richtig aus der Ferne, da gehen wir etwas näher hin. Und natürlich eben das Dach fertig. Genau, Dach ist fertig. Und da gehen wir einfach langsamer drüber, dann wird das auch gründlicher. Wenn ich jetzt so schnell drüber, naja, okay. Okay, ich kann auch relativ schnell drüber fahren. Es ist eher die Entfernung, wenn ich das so richtig sehe. Ich kann hier richtig schnell drüber fahren. Okay. So, grundsätzlich könnte man sagen, das sieht fertig aus. Jetzt schauen wir halt mal, was ist noch nicht sauber? Die Stoßstangen. Und zwar hier. Wir begeben uns ganz auf den Boden. Und somit ist die Stoßstange auch schon fertig. Und wir haben ein Fenster, das noch nicht passt. Das ist das hier. Da gehen wir auch jetzt nochmal gründlicher drüber und wir haben 100% gereinigt. Wirst du diesen Firmennamen nehmen oder soll ich mir ein paar ausdenken? Ich bin phänomenal. Ich habe mir Mörtelnder Thomas für diese Fliegenlegerin ausgedacht und sie hat es nie bereut. Ja, davon gehe ich aus. Und hier sieht man sehr cool eine Schnellzusammenfassung von dem, was wir gemacht haben. Und zwar die letzten. Sieht man nicht die Zeit? Die Zeit muss man doch irgendwo sehen. Ha. Okay, ich sehe die Zeit hier nicht, aber irgendwo glaube ich, müsste man es sehen. Der nächste, wenn ich hier schaue, das haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt ist der Garten dran. Hey Doc, ich hoffe, du stellst dich gerne Herausforderungen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schmutzigsten Hinterhof habe, den du je gesehen hast. Das ist übrigens keine Angeberei von mir, ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin gerade für eine Weile in die Stadt zurückgezogen, um meinen Leuten zu helfen, die beide aus dem letzten Loch pfeifen. Ich habe etwas gemietet, was ich für ein tolles kleines Haus hielt. Hätte fragen sollen, warum in der Anzeige keine Gartenbilder waren. Sie müssen hier Nashörner gezüchtet haben oder so. Wie auch immer, meine Mädchen juckt es in den Füßen, da rauszukommen und ich möchte nicht, dass es sie überall juckt, wenn sie wieder drinnen sind. Also bitte mach dein Ding. Vielen Dank, Calvin Miller. Wir wollen $450 gerne verdienen. Hier oben ist ein Shop.
Da gibt es den Prime Vista 1500, der scheinbar ein wenig besser zu sein scheint. Oder ist das der, den wir haben? Ich bin ja, nur hier steht im Besitz. Okay, den haben wir. Den haben wir. Wir können hier auch uns gleich die kompatiblen Anbauteile anschauen. Verlängerungen, Seifenspritzdüse und so weiter. Und auch kaufen. Ja. So sieht's aus. Wir brauchen allerdings ja noch mehr Geld natürlich, um uns was kaufen zu können. Darum starten wir jetzt den Job, wo wir hoffentlich 450 Dollar verdienen können. Und das ist auch im Grunde schon das ganze Spiel. Wir porten uns in eine Location, befreien die gesamte Location vom Schmutz und boah. Und erwerben so Kohle, die wir dann für neue Ausrüstung verwenden. Das sieht richtig toll aus. Ja, ich würde sagen, so richtig viel mehr gibt es jetzt im Moment nicht zu sagen über das Spiel, außer dass es in VR auch Riesenspaß macht, man hier auch richtig alles toll steuern kann. Natürlich, das ist schon eine andere Nummer als als hier mit Maus und Tastatur oder mit dem Controller oder was auch immer. Ja, das ist schon richtig, richtig nett. Ich bin sicher, ich bin jetzt hier eine Zeit lang beschäftigt. Ich muss hier einen Garten reinigen. Oh, ist das cool. Aber wie gesagt, ja, das Spiel ist eigentlich richtig gut zum Entspannen. Ich drücke hier die Grip-Taste und nehme den Controller richtig locker in die Hand und kann so quasi aus dem Handgelenk schon einiges richtig schön reinigen. Und wie gesagt, einfache Entspannung nach einem schweren Arbeitstag oder was auch immer, macht Spaß. Und ist auch cool, weil man auch sofort Ergebnisse sieht. Ich meine, man sieht natürlich, dass das sofort schöner wird hier und sauberer wird. Was ich bei diesem Spiel auch sehr gut finde, dass man hier keine Begrenzung hat, was den Wasserverbrauch angeht, zum Beispiel. Man kann nichts falsch machen. Man sprüht hier einfach drauf los und macht hier so lange man will. Man kann auch jederzeit, ich könnte jetzt auch jederzeit ins Hauptmenü wieder zurück, einen anderen Job starten oder was auch immer machen und später wieder hierher zurückkehren und den Job fertig machen. Also, wie gesagt, ein richtig entspannendes Spiel. Gut, ich habe hier noch einiges zu reinigen. Daher würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.